Hi Leute, und weiter geht's in einer weiteren Folge Minecraft Inventions. Jetzt habe ich hier mal alles auf die Seite gepackt für die Rolling Machine. Dann fangen wir damit doch gleich mal an. Als erstes bauen wir uns aus diesen ganzen Sachen. Was haben wir hier auch noch? Na, wie das hier und das hier. Das hier als erstes, dann das hier. Dann das hier. 1, 2, das hier und außenrum die. Damit bauen wir uns jetzt als erstes. Ja. Ah, wie mich das nervt, dass die Chips nicht erkannt werden. So. Damit hätten wir jetzt die drei Maschinen. Dann als nächstes das alles hier zusammenfügen zu den Pistons. Und dann das alles um die Ding draus zu machen, die Advanced Chips. Die müssen auch noch klein gemacht werden. Die in die Mitte, das hier außenrum, das damit hin. Ich probiere es immer wieder und obwohl ich weiß, dass eh nicht funktioniert. Das ist echt blöd. Und seltsamerweise die Advanced funktionieren wieder. Okay, wenn ich die jetzt hier hin mache, dann sollte es doch funktionieren. Dann hole ich mir jetzt die hier. Ich glaube, die waren immer in der Mitte. Ja, er macht etwas. Komm schon. Jetzt lass es bitte das Richtige sein. Ja, das funktioniert. Boah, endlich. Dann müssen wir bloß noch die letzten beiden abwarten. Und dann habe ich es endlich geschafft. Dann kann ich endlich Titan herstellen. Wenn es auch wirklich dann funktioniert. Das wird sich noch zeigen, vor allem wie ich das Teil bepowern soll. Weil ich glaube, mit dem kleinen Generator wird das dann wieder ewig dauern. Dann den hier. Nehmen wir doch gleich mal mit. Dann machen wir als erstes jetzt. Wie heißt der? Blast. Den hier. Fertig. Ah, der Recycler, den ich dabei mitnehme, aber bloß hier unten raus, damit der mir nicht den ganzen Strom immer wegnimmt. Damit haben wir jetzt den. Und man hätte das Ganze hier auch eins kleiner bauen können, dieselbe Größe wie hier. Bloß, wenn wir jetzt Titan mal eingeben, steht hier, dass wir 1500 Hitze brauchen. Jetzt haben wir 1584 und das haben wir kriegt man bloß mit diesem Setup hin. Also deshalb muss das Teil so groß sein. Kommt schon mal das rein und jetzt brauche ich genau zwei Titan. Und wie lange dauert das? Weil das hat ja auch noch eine bestimmte Zeit. 180 Sekunden, also 3 Minuten pro Titan. Auch bloß wenn man genügend Strom hinkriegt. Ja gut, dann können wir da eigentlich warten. Das ist dann wieder alles weg. Hier drüben habe ich mittlerweile noch mehr ausgehoben. Also das wird immer größer, das Loch. Und jetzt dann mit der Quarry wird es erst recht richtig groß. Ich hoffe bloß, dass das jetzt funktioniert, ansonsten flippe ich echt aus, weil das mit der Zeit richtig auf die Nerven geht, das Teil. Hier ist da irgendwas dazugekommen mittlerweile. Ich glaube bloß hier hinten ein Wall, das mit dem In war. Weil ich festgestellt habe, dass er nicht erkennt, die Nuggets hier drin. Dass du da bloß welche craften musst da hinten, in den ins Inventar reinpacken und dann hätte er gleich Nuggets. Deshalb musste ich das über das hier machen.
dass er gleich daraus herstellt. Dann funktioniert das wieder. Dann habe ich hier hinten noch alles dazu gemacht, damit ich die Unrooted und die Basic Logistic Pipes auto-craften kann. Die Crafting Logistic Pipes hatten wir ja schon. Genauso wie hier den Logistic Table. Logistic Crafting Table. Und da funktioniert echt noch die Hardened. Da habe ich immer noch nicht abgegradet zu einem Resonant. Aber ich glaube, das Resonant hier kann ich immer noch nicht bestellen. 999 Steel Nuggets und 942 Lapis Shards. Das meiste ist das Lapis, weil den Stahl kann ich ja da drüben schon herstellen. Schauen wir mal, wie viel Zeit ist vergangen. Ja, ich glaube, das dauert noch länger. Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit für Strom? Das Einfachste wäre, glaube ich, wenn ich mir noch ein paar so Generatoren baue. Wo habe ich es denn? Weil die Watermill und die Windmill, die funktionieren bloß die abgegradeten Versionen. Oder? Water. Die normale geht nicht, aber die Kinetic Watermill. Watergenerator, den könnte ich bauen. Bloß dazu brauche ich dann noch einen Turntable. Also ist das schon wieder neuer Generator. Diesel. Der braucht wahrscheinlich mehr. Geothermal, der braucht auch mehr. Was ist die Semi-Fluid? Da brauche ich glaube schon wieder überall Copper Table, oder? Na, das könnte ich sogar machen, den hier, den Steam-Generator. Dann baue ich den hier. Das Zeug habe ich ja. Dann habe ich schon mal den hier. Dann Eisenplatten. Vier müssten reichen. Ah, da drüben hat der noch Eisen gehabt. Okay. Ich brauche ja bloß eigentlich 7, aber muss halt 8 herstellen. Und hier unten nochmal 3 Kupfer. 3 Kupfer. Und 6 Rubber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beim Steam-Generator muss ich halt noch Wasser mit reinmachen, aber das ist ja kein Problem. Ich habe ja den Creus Cumulator, oder wie er heißt, da dort stehen, damit funktioniert das ja normalerweise. Den in die Mitte, außenrum das hier und schon kann ich den herstellen. Der kommt auf die Seite. Dann brauche ich irgendwas, um den schon abzubauen. Okay. Genau wie die hier. Dann müsste ich hier unten drunter auch einen Block frei machen fürs Wasser. Mindestens einen. Den hier hin. Den hier hin, dann sollte der doch hoffentlich gleich Strom produzieren, wenn ich da was da reinmache. Jetzt hat eine da, einen da. Ah. Mach ich mich hier noch mit hin. Brauche ich noch mehr Wasser? Okay. Der erkennt das hier in der Mitte gar nicht. Jetzt hat produziert er Wasser, passt. Wasser ist herin, dann bräuchten wir bloß noch das jetzt eigentlich einstellen muss, damit da was passiert.
okay. 10 Bar. Hört sich doch nicht schlecht an. 100 Millibuckets oder 200 pro Tick. Ich habe den noch nie hergenommen. Ich habe deshalb keine Ahnung, wie ich den überhaupt betreibe. Wahrscheinlich braucht der jetzt noch einen extra Generator oder so auf der Seite, der ihn dann mit Strom versorgt. Oder mit Hitze zumindest. Schauen wir doch mal. Setze ich den hier oben drauf, mache jetzt das mit rein. Bekommt keine Hitze pro Tick. Muss ich da jetzt unten drunter vielleicht ein Feuer machen? Oder gibt es irgendwie sowas wie einen Heatgener? Irgendeiner, der Hitze erzeugt. Das Einzige, was ich probieren könnte, habe ich irgendwo Lava in der Nähe? Nur da hinten. Dass ich mir da jetzt was hole und schnell mal Lava drunter setze, ob das dann funktioniert. Wo habe ich sie denn? Da. Und wieder zurück. Oh Mann. Aber zumindest würde er schon laufen. Mir fehlt halt bloß der Strom dafür. Funktioniert er jetzt? Irgendwie trotzdem nicht. Dann machen wir den halt wieder weg und setzen ihn wieder hier mit hin. Dann muss ich halt das weiter so machen. Und dann läuft es halt über Nacht mal wieder. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den Blast Furnace fertig. Da werde ich mal schauen, wie der funktioniert überhaupt. Gut, dann war es das auf jeden Fall wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.